Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen, was haben wir, Samstagabend, gell? Ich bin immer so geil mit Wochentagen, wenn ich frei habe. Einen wunderschönen Samstagabend, mein Name ist Joachim Hebel, bei mir ist Benny Grund. Die anderen beiden Boys haben es leider Gottes nicht geschafft, vielleicht kommt Uli später noch dazu, werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt mal da und wir haben uns ein Thema ausgesucht, das natürlich logischerweise ja, euch wahrscheinlich auch beschäftigen wird, denn uns beschäftigt es auch gerade in dieser Zeit, nämlich das Transferfenster. Und jetzt ist schon ein bisschen was passiert, Benny. Das Thema, das wir heute ausgesucht haben, sind die Transfers in der Bundesliga. Wir wollen das so ein bisschen durchgehen. Wir hoffen, dass wir die nächsten Tage dann irgendwann auch mal schaffen, logischerweise die anderen Ligen durchzugehen. Wenn ihr Fragen habt, gerne dazu melden. Wir gehen ein bisschen so das Transferfenster durch. Wir haben uns eine Sache aufgerufen, die ihr vielleicht auch aufgerufen haben möchtet. Deswegen poste ich es jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich bin jetzt eingeloggt. In den Chat, nämlich transfermarkt.de. Und dann alle Bundesliga-Transfers. Wir gehen einfach mal durch und schauen uns einfach mal die Mannschaften an. Was haben sie gemacht? Finden wir es gut? Finden wir schlecht? Würden wir gerne noch was nachverpflichten? Brauchen wir noch jemanden oder nicht? Und das ist so die Geschichte dahinter. Wenn ihr etwas habt, gerne bei uns melden. Und dann fangen wir, glaube ich, können wir eigentlich gleich reinstarten. Habt ihr auch so tropisches Wetter? Ja, also tropisch, bei uns war es heiß und dann hat es angefangen zu regnen. Deswegen war es total schwül. Deswegen, draußen hält es das momentan sowieso nicht wirklich aus. Deswegen glaube ich, ist es perfekt, dass wir hier sind. Genau, in diesem Sinne, fangen wir einfach an. Wir fangen nämlich mit dem, wir fangen chronologisch an. Kurioserweise ist das aber auch laut, oder zumindest bei mir so eingetragen, ist nicht chronologisch. Wir fangen an mit, ich dachte es wirklich chronologisch, es ist offensichtlich nicht chronologisch, sondern es ist wirklich nach der Tabelle. Das ist in England nicht so, ist aber völlig wurscht. Wir fangen an mit Bayer Leverkusen. Drei Transfers kennen wir mittlerweile. Es wurde Martin Terrier verpflichtet, Alex Garcia und jetzt weiß ich auch nicht, Jean-Noël Velocian, keine Ahnung, ein französischer Innenverteidiger. Drei sind verpflichtet worden und bis jetzt ist eigentlich nur, ja, Stanisic okay, den haben sie dann nicht verpflichten können, ist klar. Und Patrick Penz ist gegangen zu Brøndby IF, ich glaube, das ist aber jetzt zu verkraften. Der hat nicht wirklich eine Rolle gespielt. Benni, da frage ich dich gleich mal, was machen wir aus diesem Kader? Also, wie findest du die Transfers? Und vor allem, man muss ja auch sagen, Jonathan Tah könnte ja vielleicht noch gehen. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, und das ist sehr gut für Bayer Leverkusen, dass es nicht passiert ist, aber ich hatte mit mehr Abgängen gerechnet, ehrlicherweise. Weil es ja schon, auch fernab jetzt von Jonathan Tah, den ein oder anderen Spieler gab mit Ausstiegsklausel. Also ich denke jetzt vor allen Dingen an Jeremy Frimpong, wo ich glaube, dass die Ausstiegsklausel sogar mittlerweile abgelaufen ist. Und also schon krass, dass der Kader so zusammengeblieben ist, ehrlicherweise, bis dato. Oder wie siehst du es? Was war dein Gefühl nach der Saison? Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, ist es noch nicht Alltage Abend. Also das ist ja auch klar. Man, das ist ja sowieso, das müssen wir, glaube ich, jetzt einfach mal als Präambel vorne ansetzen, dass es ist ja noch nichts vorbei. Das heißt, wir können ja nur den Status quo. Das heißt, auch die Überschrift der ganzen Geschichte heute ist, dass wir Stand jetzt eine Zwischenbilanz machen. Das heißt also, dass jetzt, wenn wir jetzt sagen, Bayer Leverkusen ist Transfermeister, was jetzt einfach mal so in den Raum gestellt ist, dann ist das natürlich logischerweise erstmal, was jetzt ist. Dementsprechend wissen wir auch, dass das noch nicht Alltageabend ist. Aber wie, ich habe es gerade gelesen im Chat, nämlich von Esa Alex, FCB, dass Sky gesagt hat, dass Frimpong noch weg will. Und das, also das habe ich auch gehört. Deswegen, dass der weg will, glaube ich, ist jetzt auch nicht die große Überraschung. Kann auch was passieren. Aber Stand jetzt ist er halt noch da. Und das ist ja schon mal immerhin was. Aber ja, ich glaube auch, also ich habe das schon mal gesagt, ich wünsche mir immer, dass Spieler bleiben, wenn die was erreicht haben, wenn die eine gute Saison gespielt haben, wenn es ein positives Erlebnis war, was es ja ohne Zweifel war, und du dann Champions League spielen kannst und dann kommen so Spieler dazu wie Terrier und Garcia und so weiter, dann ist es schon eigentlich eine coole Sache und dann zu gehen, finde ich immer schade. Jetzt ist es bei Frimpong natürlich so, der kann halt wahrscheinlich wirklich den Sprung zu einem Weltklasse-Club machen. Und richtig, richtig Cash machen. Aber wer würde, welcher Welt, also auch Frage an dich und an den Chat, welcher Club würde dir, was Abgänge angeht, bei Frimpong einfallen? Weil das, du bist natürlich bei seinem Spielerprofil, auch in der Art und Weise, wie du dann Fußball spielen lassen musst, wenn du ihn im Kader hast, etwas limitiert. Ja, also das stimmt. Ich glaube eher so, und dann weißt du ja schon, wo es hingeht, ich glaube, das wird so ein Jadon Sancho-Transfer.
Also es wird einfach irgendjemanden geben, der den nächsten Schritt machen will mit ihm und glaubt, er hat da jemanden gesehen und die werden den einfach totzahlen. Und das, glaube ich, wird United zum Beispiel sein. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach sagen, komm, wir wollen den unbedingt haben. Ich glaube, die waren eh schon mal dran. Und das wird dann die Idee dahinter sein. Inter, ja, kann ich mir auch vorstellen. Es gibt ein paar. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Team sein wird wie Manchester City oder so. Also so richtige fertige Teams, wo du sagst, die wollen es einfach noch besser. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Slimki 2, vielen, vielen Dank, auch bei dir. Vielen, vielen Dank. Merci. Danke, ha ho he. Aha. Ja, da. Grüße in die Hauptstadt. Du bist in die Hauptstadt, genau. Ja, deswegen, ich glaube, das wird so ein Team werden, einfach die so ein Schwellenteam, sage ich jetzt einfach mal, die aber den nächsten Schritt machen wollen, die richtig Geld raushauen werden für den, weil sie halt glauben, dass sie mit ihm den nächsten Schritt machen können. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist dann auch teilweise mit ihm limitiert, aber er bringt ja schon ein paar Dinge mit. Ja, Und da, glaube klar. ich, wird es ein paar Teams geben, die einfach sagen werden, wir wollen den probieren, weil das ist ja ein cooler Move. Und deswegen kann ich es mir schon gut vorstellen. Aber ich sage immer wieder, das ist halt einfach wie damals, ich erinnere mich noch damals, als Stuttgart Meister geworden ist, der Fluch der guten Tat. Du wirst Meister, du holst etwas ganz Besonderes und plötzlich kommen dann irgendwelche auf dich zu und sagen, wir wollen deine ganzen Spieler und dann sind die alle weg. Und das ist halt super traurig. Und deswegen hoffe ich, ehrlich gesagt, dass Bayer Leverkusen die Spieler halten kann. Wenn nicht, ist das, glaube ich, nicht schlimm, nicht so wild, weil die werden wirklich, durch das, dass die so einen Hype erfahren haben, werden die so überbezahlt werden, die Spieler, bin ich mir fast sicher. Und dann werden die auch schon einen Plan B jeweils haben. Also die sind sehr, sehr gut vorbereitet, das weiß ich aus erster Hand. Die haben schon ein paar Ideen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich finde generell, dass, also sowieso, da hast du recht, Leverkusen ist sehr gut vorbereitet. Ich finde trotz alledem, dass sie so ein paar Baustellen, die sie jetzt im Kader haben, auch zum Beispiel durch den Stanisic-Abgang, also dir fehlt es ja jetzt eigentlich in der Innenverteidigung sehr krass an Ja. Quantität. Wie gesagt, bei Jonathan Tah noch ein Fragezeichen dahinter. Hätte ich jetzt gesagt bei Leverkusen, dass wenn du jetzt auf Zugangsseite noch was machst, dass es wahrscheinlich eher in Richtung Verteidigung geht, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich finde ja, dass Terrier haben sie ja schon verpflichtet. Das ist ja offensiv schon mal was. Du hast mit Garcia jemanden, von dem ich sehr, sehr viel halte, der ja auch Girona richtig gute Saison gespielt hat und auch bei einem Verein gespielt hat, der sehr, sehr interessant ist. Die wirklich ja auch so Überperformer waren, aber den habe ich schon lange auf dem Zettel. Du hast ja, wenn du dir, jetzt geht da die Werbung an, ihr. Du hast ja mit Loschek jemanden, ja, der ist natürlich verletzungsanfällig, aber du hast ja mit Boniface jemanden, mit Schick jemanden, also du hast ja eigentlich im Zentrum genug Leute. Ich glaube, dass die jetzt da nicht unbedingt was machen werden. Die haben mit Terrier in außen verpflichtet. Das Mittelfeld ist dichter geworden. Da haben sie sowieso schon eine Menge Personal. Sie haben in der Innenverteidigung mit Bellosian jetzt einen jungen Mann verpflichtet. Also auch da, ich glaube, das ist okay. Du hast ja eigentlich alle Positionen ordentlich besetzt. Außer natürlich, es geht jemand. Wenn natürlich jetzt Frimpong geht, wirst du dir mit Sicherheit Plan B überlegen müssen. Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendjemand für Boniface irgendwie Geld hinlegt, wirst du dir einen Plan B überlegen. Das ist schon so. Aber grundsätzlich hast du ja Grimaldo ja dasselbe zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass da jetzt jemand kommen wird, aber der so viel Geld hinlegt. Das heißt, du hast ja Ideen und jetzt musst du dir dann ansehen, was passiert, wer geht. Aber die Transfers, die sie ja jetzt gemacht haben, ich sehe das immer ganz gerne, wenn Mannschaften für die neue Saison auf jeder Position einen Spieler holen. Du hast einen Wettbewerb mehr, nämlich Champions League, also einen richtig krassen Wettbewerb mit Champions League. Und du willst da dann einfach ein bisschen breiter werden und verpflichtest einfach auf jeder Position einen Spieler. Das ist allein schon mal, um irgendwie so die Zusatzbelastung abzufangen. Und das, glaube ich, haben sie gut gemacht. Du hast auch wieder in die Zukunft verpflichtet mit Bellosian hinten drin. Aber du hast ja mit Garcia jemanden, der wird dir sofort helfen. Ja. Potenzieller spanischer Nationalspieler. Du hast mit Terrier jemanden, den habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, kommentiert. Das ist ein richtiger, also Terrier ist jetzt dumm, aber es ist wirklich ein, der läuft viel, der beißt Der viel, ist krass im ständig, Gegenpressing, ne? ständig unterwegs, ja. Und das ist wirklich wirklich so ein richtiger Rackerer. Ja, das ist ein dummer Begriff, weil es so altbacken 1990 klingt, aber das ist jemand, so ein richtiger Beißer einfach. Und so einen brauchst du auch. Gibt es nicht so viele. Das ist jetzt sicherlich keiner, der dir 10 und 10 garantiert.
aber der wird so viel für die Mannschaft arbeiten, dass der dir super helfen wird. Und das ist allein schon, glaube ich, sind ganz gute Transfers. Also ja, natürlich wünschst du dir jetzt, wenn du bei FIFA wärst, theoretisch, wünschst du dir, die haben eine Mannschaft von lauter 82ern, du wünschst dir, dass sie noch überall einen 84er dazu bekommen. Aber das, glaube ich, ist halt im aktuellen Weltfußball nicht möglich. Du musst, gerade wenn du bei Leverkusen bist, halt einfach so Spieler verpflichten. Ich finde allein, dass sie Garcia bekommen haben, ist überragend, weil da waren ganz andere dran. Und das so zu machen, Terrier, in dem werden sie was gesehen haben. Also ich weiß auch, dass sie das Profil, glaube ich, ganz gern haben. Und dann wirst du sehen, dass das eigentlich eine ganz ordentliche Mannschaft ist, also richtig gute Mannschaft ist. Schwierig wird es halt dann, wenn Tah geht, musst du noch was machen? Fragezeichen. Oder sagst du, Tabsoba und Kusunu zum Beispiel, die kriegen das hin, dann mit dem Jungen und so weiter und so fort, kriegen die das alles so hin? Das ist dann die Frage. Aber, und auch wenn Frimpong gehen sollte, dann ist das die Frage, kriegen sie den hin oder nicht? Aber soweit, finde ich, ist das ein sehr gutes Transferfenster. Ja, ist es. Sie haben ja mit Arthur sowieso jemanden vorverpflichtet, der jetzt die ganze Saison verletzt war. Da habe ich sehr viel Aktien drin. Ist ein beidfüßig, kann sowohl links als auch rechts verteidigen. Ist auch ein klarer Außenverteidiger. Kann sowohl Dreier- als auch Viererkette verteidigen. Da glaube ich, wäre es potenzieller Breakout-Spieler. Alex Garcia ist halt für mich ein potenzieller Strukturgeber plus ein direkter Ersatz, falls Ezequiel Palacios noch gehen sollte, weil das auch tendenziell jemand wäre, wo ich glaube, da könnte jemand noch wirklich Kohle draufschmeißen. Terrier ist für mich eine logische Konsequenz, dass sie ihn holen, weil wenn man sich sein Datenprofil anguckt, und ich meine, du hast ihn ja auch in ein, zwei Spielen, wahrscheinlich sogar mehr, gesehen, dann ist, und wenn man das mit Leverkusen vergleicht, ist das halt der nächste Step in Richtung mehr Dominanz im Pressing gegen Pressing. Deswegen finde ich es clever und der Chat schreibt auch gerade rein, sie sind relativ weit mit Joel Matip und auch. Genau, absolut, sehr, sehr klug. Aaron, vielen Dank, wirklich sehr klug, ja. Finde ich es auch eine clevere Nummer. Also gilt ein bisschen das gleiche wie für Terrier. Terrier hat kam, also kommt aus einem Kreuzbandriss, meine ich. Der muss sich letztes Jahr, Anfang des Jahres, einmal das Kreuzband gerissen haben. Dürfte Kann jetzt ein paar sein. Monate wieder im Spielbetrieb drin gewesen sein. Aber da war auf jeden Fall eine Knieverletzung mit dabei. Bin ich gespannt, ob Soforthilfe. Aber von dem Joey Matip-Transfer, der ja aber auch aus dem Kreuzbandriss, glaube ich, kommt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also auch ein Ja, Kreuzbandriss natürlich gab. Schätzt schwerwiegend uns die das gerne mal ein. Verletzung. Ja, ja der war ja zeitweise, haben ja alle gesagt, so, ja, Konaté und Van Dijk, die werden Stamm spielen und die werden so gut miteinander funktionieren. Und du hast schon gemerkt, dass Klopp eigentlich Matip bevorzugt, weil der einfach sehr, sehr stabil war. Der hatte jetzt in der letzten Saison natürlich eine Verletzung und hatte schon auch den einen oder anderen Wackler drinnen. Aber das ist auch ganz normal. In der Premier League, glaube ich, gibt es kaum einen Verteidiger, der keinen Wackler drin hat, weil einfach das Tempo natürlich so hoch ist und so hoch gepresst wird und so die Intensität so hoch ist. Das ist und Liverpool hatte allgemein defensiv große Probleme. Das muss man, also große Probleme, aber für ihre Verhältnisse. Dementsprechend glaube ich schon, dass es funktionieren kann mit Matip. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, das ist so ein. Ich weiß nicht, wer sich noch an Sami Hyypiä erinnert. Da haben ja auch alle gesagt, der ist durch und das wird nichts mehr. Und der hat nochmal richtig gute Jahre rausgehauen. Und ich glaube, dass Matip das in der Bundesliga auch könnte. Dass der, man sagt ja immer, wie alt ist der jetzt? 32, das ist kein Alter für einen Innenverteidiger. Der ist jetzt gerade so wahrscheinlich zwei, also wann ist die Prime eines Innenverteidigers? Fängt mit 29 an, 28, wann haben wir, was sagst 28 du hätte ich immer? jetzt gesagt, 28. 28, ja. Aber die geht ja locker, also die geht locker bis 34 oder so. Du Ja. kannst da locker noch ein paar Jahre gut rausholen mit dem. Und ich glaube, dass das funktionieren wird. Das ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Und der wird jetzt sicherlich nicht dich in die Zukunft führen mit 73, mit noch 3, 4, 5 Jahren. Aber so ein, 2 Jahre kann der locker auf gutem Niveau spielen, locker. Und kann vielleicht sogar noch mit seiner Erfahrung und mit dem, was er in England gelernt hat, sollte das mit Matip jetzt mit Tah zum Beispiel zu Ende gehen, kann der, glaube ich, jetzt sogar. Tah hat ja auch seine Vorteile, die wir alle kennen, aber er hat auch ein paar Nachteile. Und ich glaube, dass genau in dieser Matchhärte kann Matip helfen. Ja, 100 Pro. Auf jeden Fall. Und das ist das, was der eben hat, weil Tah ist natürlich, Tah ist ja eigentlich, haben wir mal damals gesagt, immer so ein Jerome Boateng-Typ, eigentlich der von allem ein bisschen was kann, aber der halt dann eine Zeit lang mal einfach Probleme hatte, so diese letzte Matchhärte rauszuholen. So den letzten Biss so wirklich dem Gegner zeigen zu wollen, mir reicht's jetzt von dir. Und das, glaube ich, kann Matip. Auf jeden Fall. Der hat wirklich, da ist der auch noch sehr, sehr kopfballstark, groß, der kann bei Ecken mit. Ich glaube, dass das jetzt, wenn du sagst, du kriegst für Tat 30, 40, 30 und du kriegst Matip umsonst,
ist es, also mir wäre es auch lieber, sie hätten beide. Klar, ist immer so. Aber wenn du das so machen kannst, ist das echt, glaube ich, eine gute Variante. Bin ich vollkommen dabei. Wie gesagt, ich glaube, du bist einfach dann sehr gut vorbereitet auf einen möglichen Abgang in der Innenverteidigung. Ich meine, Halbverteidiger hast du ja eigentlich genug, ne, mit Tabsoba, Hinkapié, Kusunu sowieso, Belousian heißt er, glaube ich, wieder ausgesprochen. Ist das schon vernünftig, von der Idee her? Und wenn, also das Einzige, das ist aber dann auch wirklich, das wäre Luxusgedanke. Ich würde mir wünschen, dass Leverkusen also einen Stürmer noch dazu bekommt mit einem anderen Format, also ein Segment noch höher als Boniface und Schick. A, aufgrund ihrer Verletzungshistorie. B, weil ich glaube, du brauchst jemanden, der dir noch konstanter Tore liefert. Mein Traumtransfer für Leverkusen viel zu teuer. Aber also wäre perfekt in dem Spielsystem, wäre João Pedro von Brighton. Den werden sie sich aber niemals leisten können. Weil einfach zu teuer. Aber da würde ich mir vielleicht noch jemanden wünschen. Und die zweite Baustelle, da hätte ich mir Brian Gruder gewünscht, wäre, dass du jemanden für die Halbspur noch als Nachfolger für Jonas Hofmann mit dazu bekommst. Weil der, finde ich, da hast du letzte Saison vor allem in der Rückrunde so langsam gemerkt, dass es da also ein bisschen abgebaut, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber Brian Gruder ist ja auch der Tim Walter unter den Spielern bei dir. Also ich weiß, dass du den sehr, Ja, sehr, 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 sehr magst. voll. Aber geht zu Brighton wohl, ne? Und deswegen jetzt nicht ein Witz wegen Tim Walter, sondern ich weiß halt einfach, dass Gruder so dein. Nee, das hat mit dem gar Ja. nichts zu tun, sondern es war eher so, du nennst ihn halt sehr, sehr oft, weil du den sehr, sehr gerne magst. So mein ich es halt einfach. Und sehe ich genauso. Ich habe auch kurz überlegt, als ich mir den Kader angeschaut habe mit Stürmern. Habe ich auch kurz überlegt, was mache ich mit dem, aber durch das, dass du Schick, ja, Loschek ist kein richtiger Stürmer, also eher so ein Ich Neuneinhalber. weiß gar nicht, ob was der überhaupt ist, Ja, genau, ich habe mit ehrlicherweise. Flo mal lange drüber gesprochen, der bräuchte halt wirklich noch seine Rolle, müsste der finden, aber du hast ja mit Loschek, Schick und mit Boniface, ich glaube, Asmund ist ja dann sowieso, ich glaube, wenn sie den abgeben könnten, würden sie es sofort tun. Aber auf jeden Fall, du hast ja drei Spieler. Ich glaube, du müsstest dich von einem trennen. Und ich glaube halt nicht, dass irgendjemand wirklich für Schick Geld ausgibt. Ich kann es mir nicht vorstellen mit dessen Verletzungshistorie. Wenn ich es mir wünschen würde, wenn ich mir es wünschen dürfte, in Anführungszeichen, würde ich sagen, die kriegen für Schick irgendwie 30 Millionen oder 20 und holen sich Maxi Bayer zum Beispiel. Boah, Maxi Bayer wäre auch krass. Ich Zum Beispiel. fand die Idee auch gar nicht so blöd, gerade Das wäre schon krass. von Ani Rocks die Idee im Chat. Was ist mit Ramos vom PSG als Stürmer? Den wird man doch bestimmt leihen können, wenn Osimhen dahin. Meinst du nicht? Ich glaube nicht, dass ich glaube das schon, aber nicht die. Da wird dann irgendwie sowas wie Barcelona kommen oder so. Ich Meinst du glaube, echt? der wird zu teuer sein, bin ich mir fast sicher. Der wird so überbezahlt worden sein, durch das, dass der ja so viel gekostet hat, glaube ich, dass der so ein Gehalt haben wird. Ich glaube, dass das für Leverkusen nicht zu stemmen sein wird. Bin ich mir fast sicher, will es nicht ausschließen, aber durch das, dass der so teuer war, glaube ich nicht, dass da irgendwie. Aber ich würde den gerne sehen. Natürlich gerne, um Gottes Willen. Aber ich glaube, der wird zu teuer sein. Das ist eine Liga zu hoch, glaube ich. Ja, aber Der also wird dann die irgendwie zu AC Idee, die. Mailand oder. Die Idee ist super. Die Idee ist super. Weil da, dieses Qualitätsregal würde ich mir eigentlich wünschen bei Leverkusen. Ich glaube, das wird aber nicht zu stemmen sein. Also, wenn ich mich jetzt auf einen Transfer festlegen müsste, also wo ich Leverkusen absolut sehen würde, wäre es Brian Gruder für die Halbspur, weil der ist für mich tendenziell auch der logische Flo Wirtz-Nachfolger. Ich würde aber mal fast tippen, dass Christian Heidel sagen wird, unter 50 Millionen geht gar nichts, weil keine Ausstiegsklausel und noch Vertrag. Und dann ist Leverkusen, glaube ich, relativ fix raus. Und dann wird dann ein Team aus England kommen, was da Geld drauf wirft. Ziemlich sicher sogar Brighton, wenn man so liest, was die letzten Tage so passiert ist, dann ist man da raus. Aber das wäre schon noch eine Position, wo ich sage, da wäre es nicht unclever, was zu machen. Ich glaube, das wird Brighton am Ende und ich glaube auch, habe es gerade gelesen, Kolo Muani ist gar keine dumme Idee. Das glaube ich, wäre eher so eine Idee. Weil der, glaube ich, ist wahrscheinlich eher sogar noch bei PSG abgeschrieben als Ramos, könnte ich mir vorstellen, dass sie den nochmal probieren. Jonathan David wäre so krass. Alter, Ja, Jonathan. wäre auch. Aber auch da, Uli, glaube ich, hat das mal recherchiert mit einem Kollegen. Jonathan David ist Verhältnis, also der erstens ist das, der ist ein, sagen wir so, das ist ein sehr sensibler Typ, der deswegen auch geblieben ist in Frankreich, weil es ihm dort gefällt und weil er diesen Druck nicht so haben will.
Ich weiß nicht, ob. Also Leverkusen wäre wahrscheinlich wirklich das höchste der Gefühle, weil der in Leverkusen ja verhältnismäßig Ruhe hätte. Das ist jetzt nicht Bayern München oder so. Deswegen könnte ich mir das vorstellen, nur das muss man halt als Leverkusen wissen, dass das jemand ist, den du halt sensibel anpacken musst und den du auch vielleicht mal ein paar Mal aus der Schusslinie rausnehmen müsstest. Ich lese hier im Chat viele gute Ideen, muss ich sagen, Ja, auch. an Sehr Spielern. gut. Also Morata, dafür ist jetzt zu spät. Mukoko finde ich auch nicht so Ja. unspannend, obwohl er 9,5. Viele gute Ideen. Also Jonathan David würde ich sehr fühlen. Ich auch, ja. Ich würde jetzt mal einfach Quickfire Okay, ich habe auch Frage. noch eins gerade Achso, ja. gelesen. Was habe ich gerade gelesen? Irgendwo war es gerade. Eddie Nketiah habe ich gerade gelesen. Das wär auch schon so, weil ich Ja. weiß, dass die nach England schauen. Das ist gar nicht so doof. Diese Timski, das ist ein guter Pick. Wenn du mich fragst, ich persönlich halte von dem gar nichts. Also ich weiß, ich mag den, das ist einfach nicht mein Stürmertyp, weil ich sag das in der Premier League immer wieder, der hat ein Spiel pro Saison, da ist der überragend. Da macht er 3 Tore. Ansonsten siehst du von dem nichts. Also ich finde, das wird niemals ein Elite-Stürmer werden. Wenn du nach dem Ceiling fragst, sage ich 78. Und Ist krass, ja. Ich glaube, dass Leverkusen echt jemanden braucht, der jetzt ein bisschen besser wäre und der ein bisschen mehr hilft. Also ich glaube, dass der, also ich halte von dem ehrlich gesagt nichts. Füllkrug soll zu haben sein, das werden die im Leben nicht machen. Ja, also mega spannend. Quickfire-Frage an dich. Nur reines Bauchgefühl. An dich und an den Chat. Wird Leverkusen nochmal Meister? Kleine Ja-Nein-Frage. Also du sagst nein. Ich sage auch nein. Niemals. Und das hat nichts mit Leverkusen zu tun. Das hat überhaupt nicht mit Leverkusen zu tun. Wir werden gleich darauf kommen, warum. Also nur, mein Punkt war einfach nur, egal was noch passiert, Leverkusen wird gewappnet sein. Die haben eine sehr gute Struktur. Die hatten die immer, das muss man auch sagen. Die haben ein super gutes Scouting. Ich weiß auch, die haben einen sehr, sehr guten Kaderplaner. Ist Kim noch da, Falkenberg? Ich glaube, der ist noch da, ja. Mit dem ja, gab es immer wieder Kontakt um 5 Ecken. Na, wie heißt der? Wen Der. suchst du? Na, der Kaderplaner. Ja, Kim Falkenberg ist der Kaderplaner. Nee, es gab doch noch einen, der mit dazu zählt. Der doch mit dem türkischen Namen, glaube ich. Der hat I doch mit. know, ich komme auch nicht auf den Namen, aber ich weiß, wen du meinst. Der hat doch mit Roos um 5 Ecken zu tun. Devin Özbek, da haben wir doch. Yes. Devin Özek, so. Der hat auch so ein bisschen mit dazu zu tun, genau. Und der, also ich glaube, die sind super vorbereitet. Simon Rolfes, man kann ja über den, ich finde das ist ja jetzt kein Typ, der jetzt eine ganze, den würde ich jetzt nicht Wetten, dass moderieren lassen. Aber das ist ja ein super vorausschauender Typ und das macht echt Spaß. Deswegen, geiler Typ, muss man echt sagen. Also wirklich gut.